Fahrzeug, da denke ich mal, da ist unglaublich an Stunden an Zeit Entwicklungsarbeit auch hineingeflossen. Hat das denn der TÜV abgegeben? Also? Und dann sieht das, was wir da hingenommen, ja. Und da gibt es eine kleine Schwierigkeit, weil das Auto so auf. Ach so, genau, okay. Ja, gut. Experten fragen nicht nach irgendwelchen Preisen, wenn sie irgendwas mal wissen wollen. Wo sitzt denn eure Firma? Also sind ja Amerika verkauft diese Autos so ab $600,000. Und der macht alles aus Kunststoff, hier ist alles in Stahlblech, stumpfgeschweißt. Alles, was mit der Konstruktion zu tun hat, ist nicht mit Kunststoff verbunden, sondern nur geschraubt, so wie Stoßstangen und Spoiler und sowas. Das ist dann GFK. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese tolle Auskunft. Wir haben jetzt hier mal zwei Fahrzeuge vorgestellt. Ich werde eine kleine Pause machen, werde auch mal ein paar Eindrücke. Die Kamerafrau, die werde ich gleich mal ins Bild nehmen. Hervorragend, wie sie das macht. Ich sehe, dass sie hat große Erfahrung hat. Während wir gesprochen haben, ist sie auf die einzelnen Teile gegangen. Ich habe gerade eben einen alten Kumpel, einen alten Freund, der einmal gesagt hat, Müller, du musst da einmal eine vernünftige Brille haben. Dann siehst du auch besser, wesentlich besser. Und den werde ich Ihnen jetzt gleich als nächstes heute in der Kamera nämlich gerade geben, mit einem Auto, wo leider James Dean sich die Löffel mit weggefahren hat. Und ich habe den ja auch mal gefahren auf einer Rallye. Und ich sage euch ganz ehrlich, also ich muss mal ganz großen Respekt zollen an den Fahrer. Also mich hat es nicht gewundert, wie ich mit dem Auto gefahren bin, dass James Dean leider verunglückt ist. Das Auto ist so nahezu unfahrbar. Das hat eine eigene Charakteristik, die das Pferd wahnsinnig. Da wollen wir gleich mal drüber reden. Ich sage danke für diese Aufmerksamkeit für Sie, meine Damen und Herren. Genießen Sie die Atmosphäre Royal Warhouse. Fine Cost, fine Unentrepation. Ja, der Benny macht das und organisiert das hier und das macht er ganz toll. Ja. Da kriegt jetzt mal einen kleinen netten Applaus, der Benny. Jawohl. Grüß dich. Hey! Ja, cool. Was ist denn? Dennis, hat sich verkocht. Wir stehen in der Küche. Ja, dann sehen wir uns gleich nochmal und ich werde dir den einen oder anderen mal vorstellen. Und ich denke mal, du hast uns noch viel zu erzählen. Ja. Wer Kontakt mit dir aufnehmen will, lass ihn doch mal hören. Ja, genau. Jetzt hören wir jetzt nämlich den Sound an, ne? Und da werden Sie erstaunt sein, denn da steckt natürlich viel Technik im Raum hinter. Musik, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Sigi, dass du uns mal diese kleine Soundprobe gegeben hast. Dankeschön. Und dann sind wir nochmal zu Sigi seiner Werkstatt gefahren. Mein Gott, stehen hier Sachen rum. Da wird auch gerade wieder ein Porsche fertig gemacht, komplett von Null aufgebaut. Turbobremsen für den 964. Aha. Muss sein. Ja, muss sein. Und alles hier. Elektro-Servolenkung. Aha. Keine Ölgeschmatter mehr. Kein Ölgeschmatter mehr. Und hier, ich werde verrückt. Das kommt alles vom Sandstrahl. Von vier Autos. Von vier Autos die Teile. So, und was passiert mit dem Kollegen hier? Den drehe ich immer ein bisschen. Den drehe ich. Da bist du schon jetzt an der Elektrikbar jetzt, ne? Genau, dann mache ich hier so. Mal zu der Seite, mal zu der Seite, oder ganz auf den Kopf, dann kann man mit den Himmel einbringen. Ach du meine Güte, was für eine Arbeit, so ein Auto komplett aufzubauen. Ach, das hat man zu tun. Sigi, was hast du mit dem Motor auf sich? Ja, du, der Motor ist ein originaler 964, ist jetzt umgebaut mit größeren Laufboxen auf 3,8 statt 3,6, also Ventile größere, Fächerauspuffanlage, Krümmeranlage an den Nockenwellen. Mhm. Ja, leichteres Schwungrad. Dann geht er natürlich auch ganz gut nachher, ne? Genau, so sieht das jetzt aus. Klamotten ohne Ende. Das ist die Ansaugabteilung. Natürlich noch keine Verkleidung. Ist ja bekanntlich ein Luftkühler.
Aber eine Arbeit ohne Ende. Nächste Halle. Hier bauen wir Sechsganggetriebe. Sigi? Ach du meine Güte. 230, da kam mir die Idee, die machen wir heute 4000 Umdrehungen. Geil. Bei 100. Ja. Mhm. Keiner setzt sich mehr rein vom neuen Auto in der Oldtimer. Weil er dreht sich hoch. Neue Autos 1500, 2000. Hier mit dem Getriebe 6 Gänge, 2000 Umdrehungen. Weltmarkt. Sigi, was machst du mit dem? Wird er wieder aufgebaut? Ja. Aha. Da ist natürlich eine Menge Arbeit, ne? Ein bisschen gegengefahren. Ja, Wahnsinnssachen. Das war mal Strosek. Was war das? Strosek. Ah, Strosek. In München hat das umgebaut. Strosek. Kunststoff alles. Sieh, was ist das? Plug and Play? Ja, Plug and Play. Das Getriebe kommt immer komplett als eine Einheit, wo alles dabei ist. Sämtliche Bolzen unter die Scheiben, Schaltstangen, Schubstangen. Hausrücklager, Gabel, Schwungmasse, wenn es sein muss, Kupplung. Wenn es eine Automatik ist, dann kommt die Pedale damit bei, dass der Automatik kommt raus und dann kommt Schaltgetriebe rein. Mhm. Nehmen wir alles dabei. Ja, das sind natürlich noch Motoren, die überholt werden müssen. So, und jetzt sehen wir hier natürlich alles Feuerfetzing, alle Schrauben, damit, wenn der Motor eingebaut ist, alles wie neu aussieht. Wahnsinn. Kai, was ist das für ein Auto? Ein VW, SP2. Selten, ne? Der ist in Brasilien gebaut worden, da gab es nur ein paar ganz, ganz wenige. Schüttelt worden werden. Ein Getriebeprüfstand, was? Das ist ja der Wahnsinn! Eine Demo! Eine Demo! Das ist ja verrückt, ne? So, was ist das jetzt für ein Getriebe? Das ist ein GT-Getriebe umgebaut für die Karole. Karole, okay. Und du siehst ja, mehr also, wie weniger Drehzahl, ne? Genau, 6er Geld, jetzt ist 4er, hier original. Und dann hast du ja, genau, 100, hast du fast 4000 und mehr. Also 3400, die können die Gesetze nicht sind. Und dann hast du die Gesetze in den Kurs. Und dann kriegst du, jetzt gehst du auf 100, auf 2000 und mehr, bei 100 wieder. Super, ja. Wahnsinn. So, Sigi, das ist für eine Pagode ein Getriebe. Das ist ein Sechsganggetriebe für eine Pagode. Ja, was hat die normal, wie viele Gänge? Vier Gänge. Vier Gänge hat die Pagode, oder ja. Oder ein Automatikgetriebe. Ja, genau. Bei mir kann man beides bekommen. Von Automatik auf Sechsganggetriebe oder von Viergang auf Sechsganggetriebe. Ja, und du hast hier Folgendes gemacht. Das Getriebe ist natürlich von ganz der Zahnradtonne ein ganz modernes Getriebe. Ganz genau, ein modernes Inliner-Getriebe mit 6 Gänge als Basis. Hat bis 560 Newtonmeter hält das aus. Und hier wird die Glocke abgetrennt, die originale. Mhm. Und die Glocken habe ich gegossen und die wird mit dem Getriebe verbunden, passend zu den Motoren dann immer. Pagode, ja. Rote Sau, 6-3er, W107, alle Modelle. Wahnsinn. Super schöne Haarschaltung. Mhm. Ganz geil. Und was hast du hier mit einem Waschmaschinenmotor oder mit einem zahnrädernangetriebenen Nähmaschinenmotor? Was hat der für eine Aufgabe? Für die Demo. Ach, für die Demo, genau. Ja, damit man Demo sehen kann, wie es läuft. Ne? Ja, und hier sitzt der Trafo für den Schrittmotor. Mhm. Und dann kann ich hier jede Geschwindigkeit. Als wenn ich bei dem Pedal auf der Nähmaschine schnell und langsam nähe. Wahnsinn. Ja, alles schon auf LED umgebaut hier. Die Fassung, dass die LED-Scheinwerfer da reingehen. Ja, wunderbar, die Karosserie. Es ist ein Traum. Diese Kotflügelverbreiterung, wahnsinnig. Ich bin so schön in der Luft. Ich kann behaupten, der Reebok hätte mir mal eine schlechte Fahrt.
Pagode. Wahnsinn, was hier für Werte rumstehen. 130er. Traumhaft. Ja, ganz klar, hier entstehen Traumautos. 190er. Boah. Final Session, Sigis Ersatzteillager, der Wahnsinn. Was hier los ist, meine Fresse. Hier liegt ein Material, wie es sich keiner vorstellen kann.